Ja, also mit Elversberg steht auf jeden Fall so der nächste, ich sag mal, Härtetest an. Wir haben jetzt Offenbach und Worms schon zwei ambitioniertere Vereine gehabt. Wie geht ihr jetzt an das Spiel am Samstag ran? Was erhofft ihr euch? Ja, zunächst einmal, wie gehen wir da ran? Genauso wie an die anderen Spiele auch. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Wir müssen eh von Spiel zu Spiel gucken, uns auf den Gegner einstellen. Ich denke, der Trainer bzw. das Trainerteam hat sich Elversberg mehrfach angeschaut. Ich denke, da werden wir bestens darauf vorbereitet sein, haben die Woche schon darauf hingearbeitet. Heute ist schon Donnerstag und jetzt die letzten zwei Tage werden wir nochmal nutzen, um uns perfekt darauf einzustellen, wie Elversberg gegen uns agieren wird. Und ich hoffe, dass wir dann gut vorbereitet in das Spiel gehen können und es hier mit den Leuten im Stadion, hoffentlich die zahlreich erscheinen, für uns entscheiden können. Das ist ja mit Elversberg, hat man letzte Saison zweimal geschlagen. Ist das so ein Gegner, der dem KSV einfach liegt, oder hat das jetzt gar nichts mehr zu sagen, man fängt quasi bei Null an? Na, letztes Jahr war es ja so, dass wir die Probleme eher hatten mit spielschwachen Mannschaften, in Anführungsstrichen. Mannschaften, die das Spiel gemacht haben, beziehungsweise versucht haben, Fußball zu spielen und nicht nur aufs Zerstören ausgerichtet waren, die haben uns letztes Jahr gelegen. Dieses Jahr hatten wir mit Offenbach erst eine Mannschaft, glaube ich. Worms ist noch nicht so in der Form, dass man das so sagen kann. Aber ich hoffe ganz einfach, dass uns das dieses Jahr wieder so liegt, wie letztes Jahr auch. Wenn eine Mannschaft spielen will, dann hat sie auch viele offensive Aktionen. Und da unser, Herzstück das Umschaltspiel ist, bieten sich da natürlich Möglichkeiten. Samstag gegen Elversberg. Wie sehr freust du dich darauf, weil das ja auch der Verein ist, wo du in der letzten Saison das erste Mal getroffen hattest in der Elversberg? Ja, natürlich habe ich damit meinen Doppelpack in der Elversberg. Meine ersten Tore natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder treffen würde, natürlich. Das ist der Elversberg. Kommt also jetzt der nächste Härtetest, wo man sich beweisen muss, dass man nicht umsonst da oben steht? Ja, natürlich. Wir haben jetzt 6 Spiele gehabt, wir haben 16 Punkte geholt, das ist ein super Ergebnis. Und wir wollen natürlich da anknüpfen und auch den nächsten feiern. Du hast in Spielberg gesagt, der KSV ist momentan keine Spitzenmannschaft. Du hast jetzt Elversberg schon selber gesehen oder auch beobachten lassen. Ist Elversberg eine Spitzenmannschaft? Gut, ich habe gesagt nach dem Spiel gegen Spielberg, ne, dass wir so, wie wir gegen Spielberg gespielt haben und wie das Spiel verlaufen ist, uns nicht wirklich als Spitzenmannschaft präsentiert haben. Das ist logischerweise ein Unterschied. Ne. Ich sollte zwischen den Zeilen lesen und es nicht aus dem Zusammenhang rausreißen. Wir sind eine Spitzenmannschaft, weil wir logischerweise oben in der Tabelle stehen, aber wichtig ist eben, das Spieltag für Spieltag auch zu transportieren und sich auch als Spitzenmannschaft dann darzustellen. Und das haben wir gegen Spielberg nicht hingekriegt. Elversberg hat das gezeigt in dem Spiel gegen Saarbrücken, dass sie da sicherlich auch oben mit dazugehören, und gleichzeitig haben sie es diese Woche auch mit diesen Nachverpflichtungen, die sie getätigt haben, auch nochmal untermauert. Bektashi und Kombalius, beide gelb-rot gesperrt. Worauf kann man sich da einstellen? Wie wird das kompensiert am Samstag? Ja, es wird kompensiert im Rahmen des Kaders, der uns zur Verfügung steht. Und ja, das eben dann auch in einem Wechsel 1:1, was den Schippi angeht als Stürmer. Also wir werden es nicht im Hinblick auf die Struktur bzw. die Herangehensweise versuchen zu kompensieren, sondern bleiben in unserer Spielphilosophie. Gleichzeitig ist es natürlich ein Verlust, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Sowohl Bektashi wie auch Kombalius werden uns fehlen in dieser Partie. Jetzt mal unabhängig davon, ob der Silva dann von Anfang an gespielt hätte, ist er ein Verlust, weil er, glaube ich, schon Möglichkeiten aufgezeigt hat im Rahmen dieses Kaders, die uns dann logischerweise fehlen werden im Rahmen auch von einem Wechsel. Und deswegen ist es schade, dass beide Spieler nicht dabei sind, aber es ist auch irgendwo, glaube ich, jetzt das Zeichen an die Mannschaft, diese Herausforderung, diese Tatsache anzunehmen. Und es werden im Laufe der Saison immer mal wieder die ein oder anderen Situationen kommen, wo man solche Sachen auch logischerweise als Mannschaft kompensieren muss und auffangen muss, und das wollen wir tun. Also es ist schon auch eine gewisse Chance für einige Spieler, die jetzt nicht so viel Einsatzzeiten haben,
die sich dann mit guten Leistungen. Zum einen das, ne? Das ist ein Aspekt, sich darüber zu zeigen, und gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiger Impuls, sich als Team eben zu präsentieren und als Mannschaft diese Spieler dann eben auch zu kompensieren oder die Leistungsfähigkeit dieser Spieler als Mannschaft zu kompensieren. Und ja, das wird eine große Herausforderung, sowohl für den Einzelnen, der eben diese Lücke schließen soll, wie auch für die Truppe, und wir gehen es aber guten Mutes an. Dein erstes Spiel für den KSV letzte Saison war gegen Elversberg, da hast du das entscheidende Tor geschossen. Hast du da noch besonders positive Gefühle dran, wenn du gegen Elversberg spielen müsstest? Und wie schade ist es dann, dass du Samstag gesperrt bist? Ja, ich habe mich eigentlich relativ sehr auf Elversberg gefreut, vor allen Dingen auch, weil es ein Spitzenspiel ist. Es war ein richtig guter Gradmesser für uns als Team und alles. Nichtsdestotrotz hoffe ich und wünsche ich mir 3 Punkte hier. Und das früher warst du ja relativ gut drauf in den letzten Wochen, hast ein paar Tore gemacht. Hast du jetzt auch so die Befürchtung, dass du jetzt aus dem Tritt kommst, weil du jetzt das eine Spiel gesperrt bist, oder machst du dir da gar keinen Kopf drüber und übernächsten Woche geht es einfach so weiter, wie es bisher lief? Nö, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf. Natürlich schade, dass ich da jetzt gerade im Spitzenspiel fehle, aber ich arbeite hier weiter mit dem Silvano, haben wir auch einiges ein bisschen mehr gemacht wie jetzt die anderen, und es geht ganz normal weiter. Ich mache mir da auf gar keinen Fall einen großen Kopf oder irgendetwas. Also nächste Woche Samstag kann es dann genauso weitergehen wieder. Guckt ihr euch das Spiel im Stadion an oder habt ihr irgendwas anderes vor? Was macht ihr denn? Was will man da noch anderes vorhaben? Wir fiebern da natürlich mit und hoffen, dass die 3 Punkte hier bleiben. Ja, super, danke dir. Mach's gut. Wir sind jetzt drin.